So, da. Willkommen zurück zu Risen, dem Spiel mit Strand, Küste und unendlichen Weiten. Wir haben rausgekriegt, dass wir nicht rausschwimmen können, weil wir dann von einem riesengroßen Wattwurm gegriffen werden, der uns nicht umbringt. Aber zumindest wieder ans Land wirft. Wir sind nach wie vor auf der Suche nach den drei goldenen Schalen, weil ich nicht bereit bin, dafür übel Gold zu bezahlen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht so richtig, wie ich die drei goldenen Schalen, wo ich die finden soll. Also, ich habe eine Karte der Stadt. Aber die ist ja, die hat jetzt, die hätte jetzt nicht unbedingt Informationen darüber, für das, was ich suche, ne? Ich hätte übrigens meinen Schutzring anziehen können, wo ich gegen die drei Asker verhelft habe. Wo die schützt, das, der Ring schützt nur vor Hieb- und Stichwaffen, ne? Hiebwaffen und Klingen, naja gut. Das ist jetzt die Frage, inwiefern der Schnabel eines Vogels als Klinge oder Hiebwaffe zu kategorisieren ist. Wahrscheinlich gar nicht. Also lustig. Aber dadurch, dass wir jetzt hier den Weg nach draußen haben und wir vor allen Dingen gleich noch den anderen Weg neben der Hütte des Alchemisten gefunden haben, würde ich sagen, können wir Patty erstmal aus der Stadt rausführen, ne? Vielleicht bringt es das noch. Ach, guck mal hier hinten. Das ist so die Ruine, die ich auf der Karte gesehen habe, wo ich irgendwie nicht so ohne weiteres rankomme, ne? Ah, ne, das ist das Tor von oben. Aber mein Seid. Na gut, dass sie hier keine aufmerksamen Wachen auf den Mauern stehen haben, ne? Wir haben übrigens noch so ungefähr 3 Lebenspunkte. Der Ring schützt sich vor Stichwaffen. Schlagring plus 3. Bestimmt. So, dann was wir auch noch haben. Wir haben noch Äpfel. 12 Stück. Kann ich die nicht... Man kann die Kamera nicht drehen, während man etwas isst. Nee, doch nicht. Hä? Gerade konnte ich die Kamera nicht drehen, während ich etwas gegessen habe. Na gut, wir besorgen uns auf jeden Fall seine Goldschalen. Habe ich nicht schon gesagt? Nee. Dafür müssten wir aber wahrscheinlich größere Mengen unseres anderen Goldbesitzes liquidieren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Krieg ich keine Stärkepunkte hier? Ich dachte, alle 10 Äpfel gibt's was. So, das ist die große. Ey, guck mal, Stärke plus 1. Juhu. Ja, so, wir haben auf jeden Fall die Regionalkarte. Aber da drauf finden sich keine Hinweise, oder? Ist das da oben die Vulkanfeste? Ach, du siehst, das fällt mir gerade ein, ich wollte mich noch verhaften lassen, ne? Ich will die Brüder auch nicht bezahlen. Ist ja klar, ich könnte jetzt einfach safe scammen. Was ist das da hinten eigentlich noch für ein Truhe von Kai? Habe ich die schon mal leergeräumt? Dann gehen wir, da gibt es noch die, es gibt noch die Kapitänstruhe von Kapitän Romanov. Mit der weiß ich aber auch nicht so richtig, was anzunehmen. Das ist nur Schatztruhe. Das Schloss ist zu schwierig. Ernsthaft? Aber es bringt mir keine weiteren Stufen Dings frei. Wir rennen jetzt mal zu Patty, sagen, dass wir den Weg nach draußen kennen und dann gucken wir weiter. Eigentlich wollen doch alle nur das Gold. Naja, alle nur das Gold, ja. Die Leute doch alle da so hinterher sind. Ich frage mich einfach, was die mit Gold hier wollen, ne? Ja, hier. Im Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen Weg aus der Stadt raus. Wirklich? Und das soll ich dir jetzt glauben, wie? Das werde ich mir mal genauer ansehen. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Wehe, wenn du mich angeschmiert hast. Dann reiß ich dir den Kopf ab, klar? Wir sehen uns bei Sonja. Aha. Ah ja. Was soll der Scheiß? Ja, das ist ja nicht dein Laden, wa? Was soll der Scheiß? Warum ist ja alles leer? Wer sagt's denn? Hab ich gerade verklickt, das war richtig. Schön. Was, die Kisten? Die Kiste ist so ein klassischer Waffen Backtracking? Ach, die Kiste da, ja, gut, das ist. Aber das ist die Bude von Kapitän Romanov, ist auch Backtracking. Ich will jetzt immer nicht das. Guck mal, sie schlendert aber auch ausgesprochen lassiv hier lang, ne? Vor allem, sie hat. Es ist ja nicht so, dass sie irgendwie hochhackige Schuhe hat, weil die Dinger wird sie hier wahrscheinlich eh nur den Boden vertikutieren. Aber, guck mal, es ist, sie rennt doch möglichst eng mit den Füßen beieinander und wirklich ihr Arsch wackelt, ne? Sie könnte auch einen breiteren Schritt annehmen. Selbst die Noten laufen nicht so rum. Also sie gibt sich ja wirklich viel Mühe dabei, ne? Maximal Hüftschwung dabei rauszukriegen. Wenn er weiter so drin geht, werden heute die Ringgeister. Das Schnaufen kommt hin. Oder so. Ansonsten habe ich alles abgeleistet, ne? Ja, habe ich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Dann müsste Patty jetzt nicht übel Probleme mit Skordo haben. Was sind die eigentlich für ein Schwert da? Du rennst einfach an Skordo vorbei. Es hätte übrigens noch einen Alternativweg gegeben, nur mal so nebenbei, ne?
Na gut. Ja, Patty, grüß dich, ne? So, jetzt zeig mir mal deinen Tunnel aus der Stadt heraus. Na denn? Der Weg aus der Stadt ist frei. Der Tunnel dort wird dich bis vor die Stadtmauern führen. Da soll noch mal jemand sagen, es gäbe nur noch Pfeifen in dieser Stadt. Du hast mir sehr geholfen, mein kleiner Held. Wenn ich endlich gefunden habe, was ich auf dieser Insel zu finden hoffe, dann werde ich mich dir erkenntlich zeigen. Ich werde mich jetzt erstmal am Strand vor der Stadt verstecken. Nur falls du mich suchen solltest. Bis später. Vielleicht. Vielleicht. Was soll der Unsinn? Soll jetzt etwa jeder Idiot durch meinen Tunnel die Stadt verlassen? Oder was? Entspann dich. Kommt nicht mehr vor. Und nicht allzu oft jedenfalls. Na gut. Mach, was du willst. Aber halt mich da raus. Ich will nichts damit zu tun haben, klar? Kein Problem. Ist ja auch ein Riesenrisiko, ne? Für jede Person, die sie nicht vertrauen können. Erstmal könnten die dann die Weißen verraten. Und zweitens, was viel größeres Risiko ist eigentlich, dass die Leute irgendwie geschnappt werden, ne? Und das halt rauskommt. Oder halt, je mehr Verkehr du halt in so einem Tunnel hast, desto mehr ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendjemand mal runterguckt. Wenn da steht ja eine Wache, die müsste ja nur mal nach links gucken. Weil jede Person wäre verdächtig. Weil es ja gibt ja ein striktes Verbot auf Leute, die draußen laufen. Also das. Hat hier noch halt sein Zeug rumliegen? Goldmünzen. Ja. So, gucken wir, ob wir jetzt mit Patty reden können. Wahrscheinlich hat sie erstmal nichts Neues mehr, oder? Jo, Patty, grüß dich. Komm in einem Stück wieder. Ja. Gerne. Nun gut. Also die Viecher erklären zumindest, warum die Leute nicht einfach aus der Stadt rausschwimmen, ne? Obwohl das bestimmt doch gar nicht so leicht ist, so einen Kai zu schwimmen. Das ist halt irgendwie schwierig. Na gut, dann haben wir das jetzt. Dann müssten wir jetzt eigentlich noch die Dinger finden. Das Ding ist halt, das sind ja drei Goldscharen, die wahrscheinlich irgendwo innerhalb der Stadt versteckt sind, weil es hieß ja, die wurden gestohlen, die Goldscharen. Und da müssen die doch eigentlich. Die drei Brüder können ja wohl die Stadt nicht verlassen, ne? Achso, könnte ich jetzt. Und. Kann ich jetzt zu Olsch nochmal laufen? Ja, da wollt ihr auch noch einen Weg zur aus der Stadt raus haben. Den habe ich jetzt ja. Oder nicht? Vorher hatte ich ja die Tür unten nicht aufgemacht. Ich kann mit ihm ja handeln. Der Weg raus aus der Stadt für. Heißt ja gleichzeitig noch einen Fluchtweg für ihn, oder? So gesehen. Und er spielt immer durch den Ball. Gut, dass ich hier von den Ordenskriegern einmal die Erlaubnis gekriegt habe, hier durchzurennen. Und zack, kann sie immer wieder ein- und ausgehen. Quicksave! Hallo, Olf, grüß dich. Nö. Was? Ich habe beschlossen, über ein Streamtraining mitzumachen. Dann habe ich keine Möglichkeit, mit Klimmzug zu machen. Daher stimme ich handeln. Das ist nicht ganz das Gleiche. Ich habe immer überlegt, so ein. Also bevor ich die Klimmzugstange mir an der Wand genagelt habe, hatte ich mir überlegt, so ein. Es gibt ja so eine Dip-Stations. Kostet so wie 200 Euro, das ist nicht ganz billig. Ich glaube, wenn du eine bessere haben willst, dann kannst du nochmal 100 draufpacken oder zwei. Das ist halt so ein. Das findest du oft in Fitnessstudios. Das ist halt so ein Ding. Kannst halt Dips dran machen. Du hast oben so eine Klimmzugdinger. Dann kannst du halt noch so freihängende Quantes dran machen. Und das ist halt so. Das ist halt so eine Stelle. Kannst du halt mit einem Raum aufstellen oder auch an der Wand dran. Und da kannst du halt auch viel dran machen. Und das ist jetzt nicht unendlich teuer. Und das ist halt. Kannst du auch alles zusammenbauen. Aber das Problem ist, wo ich mal versucht habe zu klicken, bin ich halt auch nur über 2 Millionen Shops gefallen, die halt irgendwie so Amazon-Reviews machen und eigentlich nur wollen, dass du ihre Affiliate-Links klickst. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich das hier machen soll. Ich bin ja fest mal überlegt, ich habe jede Ecke von dieser Stadt schon abgelatscht. Wo soll denn hier das Zeug noch liegen? Ich brauche einen blühenden Ruhm. So, was habe ich denn hier? Ich habe. Ach so, 2 ein Schwert, ja, aber ich will eigentlich, wenn, nur ein Bastardschwert herstellen, ne? Hier sind ja lauter so Ecken, aber ist ja nicht so, dass hier noch irgendwie. Ich hab dir eigentlich hier schon alle verdächtigen Ecken durchgeguckt. Also keine Ahnung, das, wo das hier noch sein soll. Ja, schon. Hm. Wann der Schmied? Sagst du hier nicht irgendwo einer? Das ist ja weit gekommen, ne? Walter, hier, ich brauch deine Hilfe. Ich brauch deine Hilfe. Worum geht's? Klingenstab für Marcello? Um den Klingenstab für Marcello. Ich habe ihn geschmiedet. Was hat es damit auf sich? Alvaro will sich mit diesem Geschenk beim Orden einen wichtigen Freund machen. Naja, Ich habe Eisenerz für dich. Gut. Was willst du?
Wie viel Eisenerz brauche ich für einen Rohling? Ein Rohling für ein Einhandschwert? Für Bastardschwerter brauche ich... Hä? Wo kann ich nehmen, wie viel Eisenerz habe ich denn? Ich hatte 12. Brauche ich nicht. Ich habe jetzt 3. Okay, gut, das ist nicht ganz so viel. Aber ich könnte jetzt hier wieder aus der Stadt rauslatschen, was ich glaube ich auch tun werde. Und werde nochmal ein bisschen Bergbau betreiben, ne? Weil ansonsten kommen wir ja nicht großartig weiter. Ich brauche halt diese drecksgoldenen Schalen. Und ich habe echt keine Ahnung, wo die sind. Und ich bilde mir jetzt einfach mal ein, wir rennen noch ein bisschen draußen rum. Und vielleicht sind die ja nicht in der Stadt. Wäre zwar irgendwie. Ach, das ist Elsa. Wie soll ich denn Elsa töten, ohne dass es auffällt? Nandes? Toni hat das Amulett des Don. Das kann ich Ihnen einfach so ins Gesicht sagen? Toni hat das Amulett des Don bekommen. Ja, klar, und mein Schwein hat Flügel. Jetzt pass mal auf. Ich hab dir von Anfang an nicht geglaubt. Warum sollte ich das jetzt tun? Verschwende einfach. Und verschwende nicht weiter meine Zeit, du Spinner. Oho. Okay, also ich darf aber immer noch in dieser Hütte sein. Das ist der wichtige Punkt, sonst hätte ich jetzt mich geladen. Na gut, das ist auch egal. Na gut, dann... Nö. Was war los? Wie viel möchte ich handeln müssen rein? Ja, wie gesagt, das ist der Anfang, ne? Das ist, glaube ich, schon der Billigerät, aber das ist halt so... Das ist halt eigentlich ein Trainingsstudio, ein Fitnessstudio-Gerät, oder für Leute, die halt ein wirklich sehr ambitioniertes Home-Gym haben, ne? Geistertour, ne? Ey, hör mal auf, ne? Dieser Monat war echt teuer jetzt. Ich hab an viel zu vielen Stellen schon wieder Geld ausgegeben. Ich hab... Na gut, zufriedenermaßen, ich hab drauf gespart. Also, das ist ja... Aber prinzipiell, ich hab trotzdem Geld ausgegeben, auf das ich halt vorgespart hab. Ich hab halt... Ich habe halt irgendwie das Index für 1.100 Euro gekauft. Das lag schon Ewigkeit auf meinem Sparkonto, das Geld. Musste ich nur umbuchen. Das war nicht das Problem. Dann habe ich noch heute Morgen noch so zwei so eine ledergebundene Bücher bestellt, weil die endlich wieder verfügbar waren. Da hatte ich auch schon Geld für zurückgelegt. Aber da war dann noch ein bisschen Porto drauf. Und naja, da geht das Geld weg, ne? Ob ich denn jetzt hier schon mal, wenn Don nicht will oder nicht, und Don nicht will aus die Stadt verlassen. Warum tue ich das mir immer wieder an? Das ist schrecklich. Ich habe keinen Orientierungssinn. Ich sollte vielleicht auch nicht mit 3 AP rausrennen, oder? Warte mal, ich leg mich erstmal mit Don nochmal kurz ins Bett. Ob ich da pennen kann ohne Probleme. Ja, auf jeden Fall war sehr teuer mein September, muss ich sagen. Der Monat ist noch nicht vorbei. Am Wochenende, kurz Trip. Ich wahrscheinlich auch wieder Geld verbrauchen, ne? Ist hier nicht immer noch ein Bett bei ihm hier unten? Ich meine, er versteckt sich doch hier, oder? Müsste man nicht damit rechnen, dass er hier irgendwo ein Bett rumstehen hat? Folgen die mir nicht komplett. Wenn ich hochlaufe, kann ich hier wirklich beim Don pennen. Die folgen mir, ne? Geht das? Weil ich will jetzt ja nicht... Ha! Okay, es geht. Na gut. Die Tour hatte ich schon, ne? Au! Nochmal von vorn. Abgebrochen. Mist. Wer sagt's denn? Oh! Ich könnte nur hoffen, dass der Don nicht zeitnah hier wieder zurückkommt, ne? das könnte sonst... Obwohl, naja. Andererseits ist das ja überhaupt kein Problem für mich, ne? Waren ja immer die Weißen im Zweifel. Bin ja komplett unbescholten, was das angeht. Meine, warum sollten die mich verdächtigen? Haben ja keinen Anlass dafür. Weil... Also, ich bin ja bei immer treuen Klarwalk im Haus drin, aber da war schon längst all die Plünder. Ich kann ja keine Ahnung, dass die weißen Truhen mit wortwörtlich Gold drin stehen lassen, ne? Das wäre auch total unlogisch, wenn das passieren würde. Also, ne, die sippt vor allen Dingen Wasser durch die Wand. Früher fand ich Tunnel immer voll cool. Oder so generell so Höhlen. Was ein bisschen daran lag, dass ich halt im tiefsten Sachsen-Anhalt groß geworden bin. Und das ist richtiges Flachland. Da gibt es nicht mal Hügel so richtig. Echt nicht. Der einzige See war auch der, war so ein Baggersee, glaube ich, war das. Mehr hab's da nicht. Ist noch was Neues zu erzählen? Halt die Ohren steif. Ja, klar, mach ich. For me, you have the gold. Ja, siehst du? Da ist nichts zu tun mit diesem Gold. Ich weiß nicht, wovon die reden. Ich hab den, bin straight rein, hab den Ring geholt. Amulett. Warte mal, was war? Für den Don und bin ich abgehauen, wie treu wie ich bin. So, wir wollten das eigentlich nochmal für den Vulkantypen verhauen lassen, ne? Naja, nicht jetzt. Ich würde jetzt gerne erstmal ein besseres Schwert haben. Und das heißt, wir müssen uns nach... Mir fehlen noch die Teleport-Zauber. Ich hoffe, die kommen irgendwann nochmal. Auf Dauer könnte... Ja!
Weil auf Dauer könnte es echt ein bisschen anstrengend werden, zwischen Stadt und Lager hin und her zu laufen. Wir sehen nicht, wie lange das noch notwendig ist. Ein Grab. Hier ist was vergraben. Namenloser Dieb. Das dauert immer noch 30 Sekunden. Weißt du, du hast bei beiden Liegestützen nur 9 gezählt? Was? Ich habe endlich extra 11 gemacht, weil ich mich dachte, ich habe mich verzählt und wollte sicher gehen. Das wäre natürlich ein Ding. Ohne den richtigen Schlüssel. Oh nee! Was ist denn mit diesem Spiel nicht in Ordnung? Das ist jetzt die 5. Schatztruhe oder so, die ich draußen rausgehoben habe. Und es ist jedes Mal. Ja, da brauchen wir noch einen Schlüssel für. Wo verlerne ich denn hier Dietrich-Kunde? Und ich am Ende nichts aufkriege oder was? Das nervt echt, ne? Mach mal jetzt noch eine Truhe. Oh, der Vogel rennt immer wieder zurück! Oh, das ist lächerlich. Und rennt mir halt zum Glück immer noch rein. Das ist ein Schachschwein. Ich muss doch wohl sehr bitte. Ja, klar. Es kann doch nicht sein, dass jedes Drecksvieh ankommt. Leiche. Heugabe. Ja, Händler gegen Gutsbär dafür und 7 Gold. Jawohl. Die hat es wohl nicht reingeschafft. Bolzen. Und 52. Nee, es kommt 42 Gold. Ansonsten nix. Ach, kurz vor den Stadttoren noch, ne? Also waren wir nicht sogar mal bis hier? Bin ich nicht sogar bis ungefähr genau hierhin schon mal gelaufen? Ja, noch mehr Schachlein. Ja, hallo. Alter, hallo. Ja, ja. Hallo. Die Stachelratten sind schon ein bisschen anstrengend. Aber hey, die droppen jetzt mit eurer Stacheln. Haben sie vorher nicht gemacht, oder? Oder sind die Schatztruhen? Sind das die Dinger, wo die goldenen. Ich dachte, hier ist was. Sind das, wo die goldenen Schalen drin sind? Ich habe durch Zufall schon alle 3 goldenen Schalen gefunden. Aber ich habe halt den Schlüssel nicht und deswegen bringt mir das alles nichts. Weil das halt Quest-Item ist, kann man da nichts machen. Wie wäre auch so toll? Zoll, ne? Dass diese Bücher, von denen ich vorhin erzählt habe, die recht teuer waren, kommen ja aus Amiland. Und das kostet halt 100 Euro, das Stück. Das ist halt jeder gebundenes Buch. Mit ein bisschen besserem Papier und Zeug. Und da kommt dann auch noch der Zoll drauf. Jetzt hoffe ich aber, dass die jetzt, weil die haben jetzt irgendwie halt in den Store geändert. Alter, dass das per FedEx kommt. Und das ist. FedEx kennt man vielleicht noch aus Castaway. Die sind sehr teuer, wenn man sich bei sie was liefern lässt. Aber letztes Mal, ich habe ja so ein Fable für fancy Stifte, hatte ich mir meine guten japanischen Stifte aus USA liefern lassen. Also bestellt. Und ich glaube, ich am Montag gemacht, die waren ernsthaft Donnerstag da. Aus Amiland. Also die japanischen Stifte aus Amiland, weil es ein amerikanischer Shop ist. Und das war eigentlich recht krass, fand ich so von der Liefergeschwindigkeit halt. Kannst ja echt nicht meckern, ne? Also das ist halt. Ja! Ich mecker ja immer gerne so über UPS oder generell so den internationalen Paketdienstleistern. Aber. Ja! Ja! Wenn es um Geschwindigkeit geht, ist FedEx echt schnell. Ja! Warum sind denn hier so viele Vögel? Ja! Ja! Was ist denn noch? Ja! Ich brauche mehr Range auf meinen Schwertern hier. Ist hier halt mal zurückweichen, ist halt auch sehr. Hallo? Das ist so unfair! Ja. Ja. Oh. Das ist absolut lächerlich, diese Drecksvieh. Weißt du, ich kann nichts dagegen machen. Das Fleisch hat echt wenig. Also, da fand ich übrigens, dass das prozentuale Regenerieren in Gothic 3 viel besser, ne? Und dass ich jetzt halt so ungefähr 3 Schaden zu wenig mache, ist auch ein bisschen nervig. Hallo, Marv. Ja. Alter! Oh, ja. Mann, ey! Ja. Alter, ist das euer Ernst?
Hallo? Hallo? Was ist denn mit diesen scheiß Seegeiern nicht in Ordnung? Ich weigere mich jetzt einen Heiltrank zu trinken wegen so einem Drecksvogel. Oh, ich fliege 20.000 Meter da hinten. Und jetzt, wo du hinterher rennst und versuchst, eine Fernkampfwaffe zu nehmen, was die logische Wahl ist, wenn der Gegner abhaut, ja, dann fliege ich einfach nach vorne und hau dich. Du kannst nichts dagegen machen, weil ausweichen funktioniert denn offensichtlich nicht. Alter! Na gut. Dann haben wir. Wir sehen uns in der nächsten Episode.